Yes, Tage, an denen es einfach überhaupt nicht hell wird. Es geht nur noch mit Strahlern und ich fürchte, die Tage werden sich häufen. Die Workouts werden sich wiederholen, dass hier mit tollem Lichtequipment gearbeitet werden muss, damit du mich überhaupt siehst. Also ein Tag, der überhaupt nicht hell wird, der deprimiert mich total. Umso wichtiger ist, ja, an einer guten Einstellung zu arbeiten und sich selbst was Gutes zu tun. Dafür habe ich ein schönes Pilates-Workout mitgebracht und der Übungsmodus ist Flow. Wir arbeiten uns von einer Übung ganz flüssig in die nächste Übung vor, haben also keine Pausen drin, machen einen schönen Workout-Flow von vorne bis hinten einmal durch und das spürst du auch am Ende, wird alles immer ein bisschen in Gang gebracht und du fühlst dich wirklich richtig gut. Vielleicht auch schon dabei, wir werden mal gucken, ich gebe mein Bestes, aber auf jeden Fall danach, wird super. Was ist beim Pilates wichtig? Unser Powerhouse. Unser Core ist schön fest, die Atmung geht in den Rippenbogen, okay? Also wenn du atmest, hier mal schön stabil halten die Bauchmuskulatur und hier nach oben reinatmen und aus, okay? Das ist wichtig und dann gibt es noch so die ein oder andere Übung, die machen wir in einem sogenannten Vierer-Rhythmus. Da ist die Atmung einatmen, aus, ein, aus und das geht im Prinzip immer darum, dass man eine Bewegung ausführt, eine Armbewegung hinzufügt, wieder zurückgeht und in die Ausgangsposition. 1, 2, 3, 4. This is it. Aber keine Sorge, ich bleibe ja da. Ich werde es in den Übungen nochmal entsprechend sagen, aber so ein bisschen wissen, was wir vor uns haben, ist ja immer wichtig. Alright, ansonsten geht es jetzt einfach direkt los und damit ich nicht komplett aus der Zeit fliege, lasse ich einfach mal die Uhr mitlaufen. Aber ohne störende Piepsgeräusche. Stell dich mal auf deiner Matte. In den Gerätstand, Füße angenehm auswärts gedreht und wir starten mit einer Atmung. Der Bauch ist schon mal schön fest angespannt. Spür die Spannung von unten nach oben. Kopfkrone nach oben ziehen und gib dir ein Lächeln und schon denkt dein Körper, er hat Spaß. Und das hat er auch. Los geht's. Wir atmen. Über tief, seit, hoch in die Länge auf, atmen nach vorne aus. Bleib hier, Füße fest in den Boden drücken. Einatmen, ziehen ins T, Handflächen sind nach oben gedreht. Und jetzt Rotation nur des Oberkörpers, lass die Hüfte vorne zu einer Seite, atme aus. Atme zurück wieder ein und bring einen Arm nach oben, atme aus. Von vorne. Reach up, Beine strecken, einatmen und ausatmen tief. Einatmen ins T, Rotation zur anderen Richtung. Einatmen zurück und ausatmen, Armkreis. Nochmal. Einatmen, aufziehen, ausatmen nach vorne. Ein ins T, Rotation. Zurück und großen Arm und Oberkörper kreisen, nur den oberen Rumpf und ausatmen. Letztes Mal. Einatmen hoch und aus. Arme seit, hier bleiben, Rumpf rotiert. Ausatmen. Einatmen Mitte und groß ziehen, ausatmen, schön kreisen und lösen. Gut. Schließ die Füße über Fersen, Fußspitzen, Fersen, Fußspitzen. Komm in den Beinstand. Handflächen ziehen nach vorne, hoch. Einatmen, Arme drehen zur Seite. Ausatmen, flacher Fuß, Beuge. Beug die Knie so weit, dass die Fersen gerade noch auf dem Boden bleiben können. Bauch ist immer noch fest, right? Einatmen, hoch. Streck die Hüfte. Ausatmen, tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Schön die Spannung halten und spüren, dass du ganz stabil nach oben ziehst. Und vor allem, was dir Stabilität gibt, nämlich der Rumpf, starker Gesäßmuskel, die Spannung von unten. Letztes Mal. Einatmen hoch, weit in den Beinstand ziehen und ausatmen, freeze. Würde vorschlagen, du machst einfach spiegelverkehrt alles mit mir mit. Dreh dich mal nach rechts um 90 Grad.
Oberkörper schräg nach vorne, 45 Grad. Und wir machen Step Out, Ferse in den Boden drücken, Arme nach vorne schräg, in die Verlängerung und rantippen. Fuß tippt nur, setzt nicht ab. Und ziehen, einatmen und aus. Und ein und aus. Und ein und aus. Und ein und zwei noch. Kopfkrone schön lang ziehen und aus. Ferse in den Boden drücken und aus. Und freeze. Stell dann den Fuß nur auf, pointen. Gut. Geh jetzt in die Waagerechte. Klapp dich hoch. Atme ein. Vierer Atmung. Bring die Arme über die Seite nach unten. Atme aus. Arme wieder zurück. Hoch einatmen. Und nur tippen, den Fuß ausatmen, wieder in die Schräge zurück. Einatmen, klappen. Ausatmen, nur die Arme. Einatmen, hoch. Ausatmen, tippen. Noch zweimal. Einatmen, waagerecht. Und aus. Und ein. Und aus. Obacht, dass die linke Hüfte schön vorne bleibt. Parallel zum Boden. Und aus. Und ein. Und aus. Sehr schön. Komm zurück. Nach vorne zu mir. Zweite Position. Beine sind im Gerätstand offen. Okay, gut. Und wir gehen tief in die Beuge. Atmen. Verlagere dich auf das linke Bein. Arme im V. Handflächen zeigen zur Decke. Hoch einatmen. Aus. Hoch ein. Und Mitte zurück schwingen. Andere Seite. Ein. Und aus. Und ein. Und aus. Kopfkrone oben lassen. Stolz und stark. Und hep. Und hoch und aus. Nochmal hoch ein und aus. Hoch ein und aus. Und hier bleiben. Beug das Knie, platziere den Fuß knapp über dem Fußgelenk und zieh die Arme nach oben. Atme hoch ein und zieh dich nach links weit zur Seite. Atme aus. Hoch ein, andere Seite aus. Nicht cheaten. Der Fuß, der bleibt oben. Naja, wenn der große Zeh noch ein bisschen Richtung Boden geht, wird es einfacher. Versuch's mal. Und letztes Mal. Ausatmen. Hoch aufrichten, step out. Sehr gut. Und wir gehen nach rechts. Mit der, ich nenne es Uhr. Atme hoch nach oben ein. Geh so weit wie möglich zur Seite nach rechts, atme aus. Tabletop, schräg nach vorne, rechts, atme ein. Arme nach unten, Oberkörper an die Beine, an das Bein ranziehen, ausatmen. Oberkörper Mitte, Rückenarme strecken, einatmen. Andere Seite, Bein ranziehen, aus. Tabletop, links, einatmen und zur Seite klappen, aus und nochmal weit über oben einatmen, ein bisschen zügiger und aus. Tabletop ein, ranziehen, aus. Mitte, einatmen, Rückenarme lang, ausatmen, ranziehen. Tabletop ein. Und ausatmen, seid. Letzte Runde. Einatmen und aus. Und Tabletop. Und ranziehen. Rückenarme strecken ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und auflösen. Sehr schön. Gut. Wir kommen zur anderen Seite. Schließen erst nochmal die Füße. Fersen, Fußspitzen, Fersen, Fußspitzen. Drehen uns jetzt um 90 Grad. Beuge, schräge, Step out nach hinten. Ziehen, einatmen, schön in die Verlängerung strecken. Po fest, Ferse in den Boden drücken.
und ausatmen, nur tippen. Gewicht bleibt auf dem Standbein. Und ein und aus. Ein und aus. Ferse kräftig in den Boden runterdrücken. Für einen guten Stretch in der Wade. Und ein und einfrieren. Hier bleiben, nur tippen, nicht Gewicht verlagern. Okay, gut. Jetzt klappen wir. Atme ein in die Waagerechte. Arme zur Seite führen, aus. Wieder zurück, nach oben einatmen. Nur tippen, aus. Einatmen, waagerecht. Und aus. Und ein. Und aus. Waagerecht ein. Und aus. Und ziehen. Und tippen. Letztes Mal. Und ein. Und aus. Und ein. Und tippen aus. Trainiert schön den Gesäßmuskel. Kommt zur Mitte zurück. Zweite Position. Wir schwingen. Verlagern auf ein Bein. Arme High V. Einatmen. Beugen. Aus. Nur Arm und Bein. Einatmen. Strecken. Schwingen aus. Hoch ein. Und aus. Und ein. Und aus. Achte darauf, dass der Oberkörper schön gerade bleibt. Ja? Hier nicht in Verlängerung des Spielbeins, sondern in Verlängerung des Standbeines. Nochmal. Letztes Mal. Und ziehen. Und hoch. Und tief. Und einfrieren. Wir halten. Platziere das Bein, das Spielbein hier knapp über dem Fußgelenk. Arme nach oben ziehen. Einatmen, Bauch schön fest. Und nur ab Bauchnabel oberhalb den Oberkörper, den Rumpf ziehen nach rechts. Hoch ein und aus. Ja, Gesäßmuskel schön arbeiten lassen. Der sorgt für Stabilität oder eben auch nicht. Und aus. Ja, das ist eine gute Challenge hier. Komm, einatmen hoch und aus. Und einatmen, step out. Gehen in die Uhr. Nochmal nach oben verlängern. Ausatmen, seit. Jetzt wissen wir schon, wie es geht. Es geht nur andersrum. Tabletop. Rücken schön gerade. Und ausatmen, ranziehen. Mitte, Arme, Rücken strecken. Wirbelsäule schön verlängern. Einatmen und ranziehen, aus. Tabletop ein und Seite aus. Noch zweimal. Schöne, die fröhliche Runde hier. Und ein und aus. Rücken, Arme strecken, einatmen, Hals ganz lang und ausatmen, ranziehen. Tabletop einatmen, verlängern, verlängern und aus. Letzte Runde und ziehen. Einatmen, verlängern und aus. Rücken, Arme strecken ein und aus. Tabletop und aus. Und ein und aus. Füße wieder schließen über Fersen, Fußspitzen, Fersen, Fußspitzen. Drehen uns jetzt zum Ende der Matte. Atmen einmal ein, öffne dein Herz und roll dich nach unten langsam ein, atme aus. Walk out. Auf vier Arm-Tippelschritte nach vorne ziehen. Eins, zwei, drei, vier. Genauso wieder zurück. Wie wir kommen, so gehen wir auch. Aus, 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 aus. Rückenarme strecken, einatmen. Halbe Schräge. Und ausatmen über tief, rund aufrollen. Sehr gut. Einmal über die Seite die Arme hochziehen, bis in Beinstand. Mach dich fest. Einatmen, absetzen, ausatmen, rund, rund, rund,
und schön im Fluss bleiben. Alles ausatmen. Einatmen auf 4. Hep, hep, hep. Lang ziehen und ausatmen auf 4 Schritte. 2, 3, 4. Ran, alles raus. Rücken, Arme strecken. Ein und ausatmen über rund. Aufrollen. Nochmal bis in den Beinstand. Hoch ein. Und ausatmen rund. Ziehen bis ran. Spür mal, wie sich die Dehnung schon verbessert. Einatmen, ein, ein, ein. Und aus, aus, aus bis Rand. Schön im Fluss bleiben. Und einatmen, strecken. Ausatmen, rund. Aufrollen, rund, rund. Letztes Mal Beinstand. Reach up, Spannung halten. Und letztes Mal rund. Ausatmen, rund, rund, rund. Letztes Mal 4 Tippeschritte. 1, 2, 3, 4 bis in den Liegestütz. Und jetzt die Knie absetzen in die Bankposition. Okay, bleib ruhig so seitlich. Ich schiebe mal ganz kurz auf meinen Plan. Ich weiß ja eigentlich, was kommt, aber sicher ist sicher, wa? Okay. Bankstellung, Rücken schön gerade halten, Bauch ist ganz fest, Bauchnabel wirklich an die Wirbelsäule drücken. Jetzt schieb dich raus aus den Schultern, atme ein und lass dich einsinken, atme aus, ohne dass die Ellenbogen sich beugen, ja? Und ohne dass der Oberkörper was mitmacht. Hoch ein und aus, ein und aus, zack ich, ein und aus, nochmal ein. Und aus. Noch 3, 2, 1 und rausgestreckt bleiben. Einfrieren. Rechter Arm, linkes Bein. Hand im Fächer, Fuß ist geflext. Atme ein, Rumpf bewegt sich nicht. Basic. Erstmal ankommen in der Position und ausatmen, einschließen. Andere Seite. Einatmen hoch. Und ausatmen tief. Alle Muskeln bleiben involviert. Lass das Bein gestreckt. Pointen. Nicht pointen, sondern flexen. Und lösen. Gesäßmuskulatur spüren. Bauch spüren. Rücken, Arm, Schulter. Und aus. Gut. Wir fügen noch was hinzu. Viereratmung. Atmen ein. Beug jetzt dein Bein. Bring deinen Arm zur Seite, sodass Hand und Fuß sich berühren. Ausatmen. Wieder zurück ein, einschließen, aus. Vierer. Und ein. Bein knicken, Unterschenkel flach, beziehungsweise parallel zum Boden beugen, aus. Wieder zurück ein und aus. Nochmal einatmen und aus und ein und aus. Letztes Mal. Einatmen. Und aus. Und ein. Und aus. Sehr schön. Komm in die Bauchlage. Setzen fort mit einer Viereratmung. Arme nach vorne ziehen, Hände sind im Fächer. Kinn auf die Brust gedrückt. Heb Arme und Beine ab. Atme ein. Handflächen drehen nach außen. Arme über die Seite nach unten führen bis an die Beine ran. Aus. Einatmen zurück. Ablegen, aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Und ein. Ablegen, aus. Nochmal. Komm. Oberkörper, Beine bleiben auf einer Höhe, wenn die Arme nach unten gehen. Und wieder hoch. Ablegen. Letztes Mal. Hoch ein. Und aus. Und ziehen. Und ablegen. Sehr schön. Komm mal bitte mit den Händen hier in den Stütz. Drück dich nach oben raus. Bring die Beine hier an die Mattenkante nach außen und schieb dich jetzt weit nach hinten weg. Hände sind im Spider. Öffne die Arme ins V. Und jetzt gehen wir dynamisch. Atmen hier ein
und ziehen einen Arm über den anderen, atmen aus. Mitte ein, wechsel, andere Seite aus. Und ein und aus. Und ein und aus. Ziehen und verlängern, letztes Mal. Und ein und aus. Komm zur Mitte, schließ die Knie und komm in die Paketposition. Arme nach unten ablegen. Schön entlasten. Schultern ganz locker halten. Und die Position genießen. Yay. Ist ganz cool. Man ist erstmal so ein bisschen angeschwitzt, hoffe ich. Schön warm, alles gut durchblutet. Schon ist die Laune besser. Egal wie dunkel es draußen ist. Okay, gut. Roll dich nach oben auf. Sehr gut. Okay, bring die Unterschenkel zu einer Seite, dass wir ganz elegant in die Sitzposition kommen. Okay, Gott, hier lommelt alles rum. Der Speaker, wait, warte mal, ich muss den ein bisschen zur Seite bappeln. Oh, naja, zur Seite bappeln wollte ich sagen. Okay, Sitzposition. Fersen sind weg, Kniewinkel 90 Grad, richte dich weit nach oben auf, Hände liegen auf den Knien und wir strecken die Ellenbogen, atmen aus. Atmen ein und aus. Und ein und aus. Nochmal ein und aus. Und ein und einfrieren, ausatmen. Rechter Arm zieht nach oben, atme ein. Und aus. Andere Seite. Einatmen und aus. Beide Arme. Hoch ein. Bleib mit dem Oberkörper auf der Höhe. Und aus. Nochmal von vorne. Rechts und aus. Oberkörper ganz stabil halten. Wir sind eingefroren. Und nur die Arme arbeiten. Der am Rumpfwinkel. Und aus. Nochmal. Komm. Und ein. Und aus. Nochmal einatmen und aus. Jetzt können wir es doch schon. Atme ein. Und hier sind alle guten Dinge vier. Letzte Runde. Und aus. Und ein. Und aus. Beide Arme ziehen, einatmen und aus. Richte dich nochmal auf. Streck Arme und Beine nach oben. Einatmen und langsam abrollen, ausatmen. Gut. Naja, kleine Raupe nach unten. Bleib auf der Matte. Rechtes Knie ranziehen, kräftig an den Oberkörper. Kopf, Schultern abheben, linkes Bein auch, flach über den Boden. Wir wechseln jetzt das Bein und atmen immer zweimal ein. Ein und aus und aus und ein. Ein, aus, aus. Nochmal ein. Ein, aus, aus, durchhalten, schaffen wir noch. Ein und aus. Letzte Runde. Ein und aus, einfrieren, alles ablegen. Einmal das rechte Bein nach oben strecken. Hier verharren. Oder wenn du ein bisschen mehr möchtest, zieh das Bein ran und heb das untere Bein nochmal ab. Und hier halten, gleichmäßig weiteratmen. Noch drei, zwei, eins. Und ablegen. Beug das Knie wieder. Bring es nach innen. Und den Kopf zur anderen Seite. Schön in die Rotation. Naja, das war meine Wirbelsäule. Ja, manchmal knackt es halt, falls du es gehört hast. Okay, schöne Entlastungsübung, Dehnungsübung. Genieß mal diesen Stretch und spür mal nach, wo die Dehnung am meisten ist. Spürst du es im Rücken, unterer Rücken, oben im Rumpf, in der Brustmuskulatur vielleicht, weil der Arm hier schön an der Seite liegt? Viele Möglichkeiten.
Gleichmäßig atmen. Und nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung richtest du dich wieder auf mit dem Bein. Und wir wechseln. Anderes Bein nochmal kräftig ranziehen. Und strecken. Und entweder du verharrst hier in der Dehnung oder ziehst noch ein Stückchen weiter und ziehst dich hier ran. Das untere Bein abheben, flach über den Boden, gleichmäßig weiteratmen. Und die Spannung halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen. Knie beugt, zieht nach innen und Kopf zur anderen Seite. Bring mal den Arm, zu denen der Kopf schaut, in so eine U-Halte und versuch deinen Ellenbogen nach unten auf den Boden zu bringen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Richte dich mal auf. Sehr gut. Und bring jetzt beide Füße fest auf den Boden. Beckenbrücke ist echt so ein Must-Do, ne? Bring die Arme nach unten, Hände im Fächer, Daumen zeigen nach oben. Po schon mal anspannen. Bauch natürlich auch. Also der ist ja immer noch fest, ne? Gut, jetzt atme ein. Und mit der Ausatmung rollst du dich nach oben auf. Einatmen hier. Und ausatmen, abrollen. Einatmen und aus. Halten, einatmen. Und abrollen, ausatmen. Sehr schön. Viereratmung ist es. Du hast es schon gemerkt. Wir fügen noch die Arme hinzu. Wir atmen ein und rollen jetzt auf. Atmen aus. Bring die Arme über den Kopf, atme ein. Nach unten ziehen und abrollen, ausatmen. Einatmen und aus. Hoch ein, tief aus und abrollen. Einatmen, einrollen, ausatmen. Arme hoch und aus. Abrollen. Noch 2 Wiederholungen. Ein und aus. Arme lift ein. Und aus und abrollen. Letztes Mal. Einatmen mit Schmackes. Aufrollen. Wirbel für Wirbel. Weit aufrichten. Und ein und aus und abrollen. Sehr gut. Knie umfassen. Wir kreisen. Eine schöne Entlastungsübung für den unteren Rücken. Sehr gut. Okay, wechseln wir die Richtung. Eine schöne Go-To-Übung. Wenn du überhaupt keine Zeit hattest, aber einen lang sitzenden Bürotag oder so, do this one. Ja? Beckenbrücke einmal aktivieren und danach entlasten hier mit den Kniekreiseln. Magic. Stell die Füße auf, atme nochmal ein, öffne in den Froggy, Arme zur Seite öffnen, Fußsohlen aneinander drücken und die Knie schön zur Seite runterhängen lassen. Ausatmen. Jetzt macht die Schwerkraft unsere Arbeit. Die Knie werden nach unten gezogen, die Beine. Und wir haben hier eine schöne Dehnung in den Adduktoren. Super. Gleichmäßig, bewusst tief ein- und ausatmen. Und auch hier vorzugsweise wirklich in den Rippenbogen. Lass den Bauch ruhig latent angespannt. Gut. Noch 4, 3, 2. Sehr gut.
Jetzt klapp dich mal zu einer Seite und drück dich hier raus. Yay! Sodass wir nochmal in die Bankstellung kommen können. Flipp die Füße. Streck dich hier raus in den Hund. Knie sind gebeugt. Schulter ist geöffnet. Bauch ist ganz fest. Und wir machen den Walking Dog. Atmen. Ein und aus. Und aus. Immer zweimal, ja? Ein Bein streckt, das andere bleibt gebeugt. Lass das so hin und her pendeln. Und hepp, und hepp. Nochmal ein und aus und aus. Letztes Mal ein und aus. Sehr schön. Öffne die Hüfte in die Plank. Liegestütz einatmen. Nochmal zurücktippeln, ausatmen. Zwei, drei, vier bis ran. Zieh dich mit dem Oberkörper an die Beine ran. Rücken, Arme strecken, einatmen. Und ausatmen, aufrollen. Yay! Komm zur Mitte und öffne nochmal die Beine über die Fersen. Fußspitzen, Fersen. Abschlussatmung wie Anfang. Atme lang nach oben ein. Fühl dich locker, frei, fluffig, gut gedehnt, 10 cm größer und voller Energie. Atme nach vorne aus. Nochmal einatmen hoch und ausatmen. Hände schön zusammendrücken. Und nochmal einatmen hoch und aus. Letztes Mal. Einatmen, nach oben strecken, jetzt die Füße wieder schließen, über Fersen, Fußspitzen, Fersen, Fußspitzen, nach vorne ausatmen und yay, check, das war unser Pilates-Workout, Pilates-Flow. Ich hoffe, dir hat es gefallen, war wirklich ein schöner Flow, oder? Und die Laune ist jetzt besser, sei mal ehrlich. Okay, schön, dass du mitgemacht hast. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und du wiederkommst. Und wenn es dir nicht gefallen hat, das ist auch ein Grund, wiederzukommen. Denn das nächste Workout ist wieder ein ganz anderes. Lass dich überraschen. Bis dahin. Tschüss.